Willkommen bei unserer Gesprächsrunde von Tichys Einblick. Heute mit spannenden Gästen zu einem traurigen Thema, nämlich über das Irrenhaus Deutschland. Meine Gäste heute sind Reinhard Mohr, Journalist und Publizist, und mit dem weiteren Gast Hendrik Broder zusammen, Autor des Buches Durchs irre Germanistan, über das wir heute reden werden. Wolfgang Herles, ZDF-Legende, Autor von Tichys Einblick im Heft auf der Seite. Und ich stelle die Frage, Herr Broder, Sie haben einmal gesagt, wenn man Deutschland überdacht, ist es ein Irrenhaus. Sind wir ein Irrenhaus und sind wir die Irrenwärter oder die Insassen? Der Satz ist zwar nicht von mir, ich habe ihn geklaut, aber er trifft immer noch zu, und zwar jeden Tag umso mehr. Ich wache jeden Morgen auf und frage mich, welche Irrsinn kommt heute aufs Programm. Zuletzt war es die von mir hochgeschätzte Innenministerin Frau Faeser, die tatsächlich gesagt hat, bei der Flüchtlingsfrage gäbe es keine Pull-Faktoren. Die Versorgung mit Mitteln für Flüchtlinge spiele bei der Entscheidung, wohin die Flüchtlinge gehen, keine Rolle, sagt Frau Faeser. Das ist komisch, aber das ist auch schon irre. Das ist schon verschreibungspflichtig, was die da sagt. Dazu muss man wissen, dass Italien vor 4 Wochen ungefähr das Bürgergeld für Flüchtlinge abgeschafft hat. Also diese Flüchtlinge, die in Lampedusa ankommen, denen bleibt gar nichts über, außer nach Deutschland zu kommen, um dort Sozialhilfe, Bürgergeld, Wohnung und Unterkunft zu kriegen. Das nennt man Pull-Faktoren, und ist das verrückt? Das ist verrückt. Die ganze Anlage ist verrückt. Ich meine, das Ganze basiert auf einem katastrophalen Kurzzeitgedächtnis der Deutschen. Die Debatte, die wir jetzt erleben, läuft seit knapp 10 Jahren. Und ein Satz beeindruckt mich immer wieder in seiner ganzen tragischen Vergeblichkeit. Wir müssen die Flüchtlinge gerecht verteilen. Gerecht für wen? Und man kann es den Politikern hier nicht erklären, dass Länder wie Polen zum Beispiel immer noch souveräne Staaten sind und das Recht haben zu entscheiden, wen sie aufnehmen und wen nicht. Das ist keine qualitative Entscheidung. Die haben das Recht. Aber das hat sich nicht herumgesprochen. Wir wollen immer noch die Polen zwingen, solidarisch zu sein. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Thema. Nun will Frau Faeser ja sogar nach 6 Monaten Aufenthalt das Wahlrecht vergeben und nach möglichst kurzer Zeit die Staatsbürgerschaft. Damit hätten diese Flüchtlinge ja das Recht und die Möglichkeit, nach Polen umzuziehen, oder? Ja, natürlich, aber vor allem hätte die SPD vielleicht noch den Wählernachwuchs, den sie sich wünscht, nachdem sie jetzt im freien Fall nach unten sich bewegt. Das ist nicht mehr witzig, das ist schon infam. Die Flüchtlinge, deren Schicksal wirklich schrecklich ist, egal aus welchen Gründen sie herkommen, sind die verfügbare Masse, Wählermasse für die SPD geworden. Weil natürlich werden Leute, die schnell eingebürgert wurden und nah an die Töpfe heranrücken dürfen. Natürlich werden die eine gewisse Dankbarkeit zeigen. Und was könnte es sein? Könnte es sein, dass sie dann SPD wählen? Ich fürchte, bei dem Bildungsniveau ja. Ein Buch, das Durchs irre Germanistan heißt, erinnert uns älteren weißen Männer natürlich an Karl May. Durchs wilde Kurdistan, das schildert den wilden Balkan, haben die Deutschen sich durch ihre Ordnungsliebe inzwischen in balkanesische Zustände gebracht, Reinhard Mohr? Ja, also die Ordnungsliebe hat ja wahnsinnig nachgelassen. Was ich immer wieder beobachte und was mich sprachlos macht, ist diese Realitätsverleugnung. Also man sieht genau, welche Probleme auf uns zukommen. Nicht nur die Migration, sondern auch viele andere Dinge in der Wirtschaft, auch in der Energiepolitik, was nicht funktionieren kann. Und man macht trotzdem weiter. Es gibt ja diesen schönen Spruch aus Amerika, der heißt, wenn du im Loch sitzt, hör auf zu graben. Und wir graben halt immer weiter. Und dieses Beispiel von Frau Faeser ist ein wunderbares Beispiel für den Irrsinn. Wobei man jetzt sagen muss, es war noch toller. Es ist ein Fehler im Wahlprogramm der SPD in Hessen. Es sollte nämlich heißen, nach 6 Jahren. Und offenbar haben das viele Leute überlesen und haben dann das stehen lassen mit 6 Monaten. Weil es auch möglich gewesen wäre. Genau, weil man eben sich gar nicht wundern würde, genau, wenn es nach 6 Monaten soweit wäre, dass Leute, die kein Wort Deutsch sprechen, auf irgendwelchen Wahllisten ein Kreuz machen. Und das ist das, was mich immer wieder sprachlos macht. Vielleicht sollte es überhaupt 6 Wochen heißen, weißt du? Wir wissen ja nicht, in welcher Richtung.
Ich meine, man könnte es auch so machen, man könnte es auch so machen, 6 Stunden nach Grenzübertritt kriegst du einen deutschen Pass. Ideal. Dann wäre das alles geklärt, oder? Ja, aber diesmal ging es sogar ums Wahlrecht. Das ist ja noch die höhere Stufe. Also, du sagst, die Ordnungsliebe haben die Deutschen verlernt. Sie haben eigentlich die Ordnungsliebe übertrieben. Wir werden ja mit Bürokratie erstickt, ob es jetzt ums Heizen geht oder ums Einwandern oder um was auch immer. Die Deutschen glauben, Ordnung sei was Gutes, weil der Staat ist ja die moralische Instanz schlechthin. Das wissen Sie spätestens seit Hegel. Wir sitzen hier in Potsdam. Die Preußen haben das erfunden. Aber inzwischen wird die Ordnung zur Bedrohung des Bürgers. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich dazwischen greife. Es geht nicht nur um Ordnung, es geht um was Schlimmeres. Es geht um Konsequenz. Ja. Dieser grauenhafte deutsche Satz, wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Er muss nicht. Er kann B überspringen, C sagen. Er kann sagen, ich habe mich schon bei A geirrt. Aber das gehört nicht zur politischen DNA der Deutschen. Ordnung ist nicht schlimm, solange man sich nicht dran hält. Genau. Aber das lernen genau die Deutschen nie. Ja. Aber kommen wir nochmal auf diesen Punkt zu sprechen mit der Energiewende. Auf dieser Fahrt durch Sachsen-Anhalt bin ich durch einen urtümlichen Dschungel gefahren. Vor mir riesige Monster mit 3 Armen, Hunderte, die alle stehen. Das sind Windräder, die sich nicht drehen. Windräder, die sich nicht drehen, kann man entweder mit Dieselmotoren betreiben, dass sie sich drehen, aber in beiden Fällen produzieren sie keinen Strom. Also wir haben Windräder, viele, die keinen Strom produzieren und bauen aber mehr. Ja. Manchmal denke ich mir, woran liegt es, dass man erkennbaren Irrsinn nicht als solchen benennt und abändert? Ich glaube, weil einfach über allem das gute Ziel steht. Also die Moralisierung aller Debatten ist ja offenkundig, aber allein schon solche Begriffe wie Klimawende, Wärmewende, dass man gar nicht genau erklärt, was ist das für ein Wort, Wärmewende, zeigen schon, sie zeigen aber schon, dass man sich verabschiedet hat von vernünftigen Diskussionen. Gerade heute Morgen fiel mir auf, oh, es wird ja später hell. Das heißt, langsam beginnen Herbst und Winter und die Sonnenkollektoren werden ab Dezember praktisch gar nichts mehr liefern können, aber wir pflastern weite Teile der Ackerflächen, gerade im Norden Deutschlands, zu mit diesen Sonnenkollektoren. Und ich sehe eben auch Windräder, die sich nicht drehen, aber wahnsinnig viel Geld kosten. Dafür importieren wir dann Atomstrom aus Frankreich. Naja, das ist ja ein Atomstrom, den die herstellen. Ja. Das heißt, die sind wirtschaftlich, moralisch und auch juristisch dafür verantwortlich. Aber wir haben das Prinzip der Wende an sich erfunden, was ich irgendwie auch reizend finde. Die in der Nordsee stehen riesige Windräder. Und die haben noch nicht mal einen Anschluss, um den Strom, den sie produzieren könnten, ins Netz einzuspeisen. Das ist eine super Leistung. Das ist wie ein Restaurant, das ohne Gas und ohne Strom da ist, aber eine fantastische Speisekarte anbietet mit Gerichten, die sie nicht machen können. Aber sie benennen, das ist Idealismus, glaube ich. Sie benennen es aber in Ihrem Buch auch noch an dem Fall der ukrainischen Kernkraftwerke. Ich meine, in der Ukraine, da fliegen ja die Raketen herum, wie bei uns im Sommer die Schwalben und die Tauben. Die Kernkraftwerke sind wahrscheinlich wirklich gefährdet und gefährlich damit. Aber unser Energieminister Robert Habeck sagt, ja, die dürfen weiterlaufen, weil die stehen schon da. Aber die bei uns stehen, müssen stehen, weil sie hier stehen. Wie kriegt man so viel Irrsinn eigentlich noch zusammen? Man hat ja Schwierigkeit, als politischer Kolumnist noch ernsthaft drüber zu schreiben. Ja, aber die Grünen hatten eben den Atomausstieg als ihren Gründungsmythos. Ja, das lese ich immer. Und das musste durchgezogen werden. Jürgen Trittin und andere haben ja vom Brandenburger Tor, glaube ich, eine Flasche billig Prosecco aufgemacht an dem Tag, als das letzte Atomkraftwerk dann endgültig abgeschaltet war. Wir haben die letzten 3 bis 6 Atomkraftwerke abgeschaltet, obwohl sie die besten in Europa sind und für eine Übergangszeit sehr gut zu gebrauchen gewesen wären. Hörst du mit den Fakten auf? Warum? Ja. Warum versaust die Stimmung, wirklich? Ja. Aber es ist einfach, es ist eben dann doch eine Religion. Also wir bleiben sauber, wir bleiben atomkraftfrei und rund um uns werden neue Atomkraftwerke gebaut, geplant und weiter betrieben. Das sind die Sünder. Das sind die Sünder. Das ist genau der Punkt, den wir, glaube ich, über allem machen können oder bei allen Themen machen können. Wir wollen gut sein. Der Hintergrund ist, wir Deutschen waren einmal ganz furchtbar böse und schlecht. Und jetzt sind wir nur noch die Guten.
Und wir retten auch das Klima in Indien, auf das wir überhaupt keinen Einfluss haben, natürlich, aber wir versuchen es. Wir haben so viel Elend über die Welt gebracht, dass wir jetzt im Büßen uns erhöhen. Das sich erniedrigen und erhöhen in Personalunion, das schaffen nur die Deutschen. Das ist ja auch eine psychologische Krankheit. Bei Freud könnte man da eine Menge lesen. Hermann Lübber hat so das richtige Wort geprägt, der Sündenstolz der Deutschen. Sündenstolz, und den gibt es tatsächlich. Den gibt es, zum Beispiel der Holocaust ist ein unique selling point der Deutschen. Das hat was mit Masochismus zu tun, sich selbst verletzen. Ja, aber sozusagen kostenfrei. Ja. Kostenfrei. Wenn die Armenier geschlachtet werden, wenn die Israelis bedroht werden, tritt dieser moralische Imperativ nicht auf. Ja. Aber wenn es der Welt geht, die Risiken des Klimawandels zu erklären, sind wir vorneweg. Hier sitzen ja zwei frühere Linke. Darf ich das so sagen? Ja. Nö. Nee? Okay, aber beim Reinhard, stimmt. Ich bin noch ein Linker. Die Linken sind nicht mehr links, aber ich bin ein Linker. Ich spreche ja jetzt im Moment noch von der Vergangenheit. Wie kommt es, dass auf dem Marsch durch die Institutionen ihr beide irgendwann mal abgezweigt seid und der Mainstream der Menschheit, der deutschen Menschheit, ist nicht abgezweigt. Warum? Also ich fange kurz an, weil ich immer wieder nicht daran vorbeigehen konnte, die Wirklichkeit mir nochmal neu anzuschauen. Über Jahre, es hat sich ja erst langsam entwickelt, gab ja keinen großen Bruch. Hier und da gab es Zäsuren, Mauerfall zum Beispiel auch. Aber ich habe dann einfach, wie in dem Buch jetzt auch beschrieben, immer wieder geschaut, was passiert wirklich und was habe ich bisher gedacht, wo habe ich mich auch geirrt. Und das kann man ja auch wirklich dann genau nachvollziehen. Aber ich glaube, viele alte Linke, auch alte Grüne, haben irgendwann 1974 aufgehört nachzudenken. Sie sagen immer dasselbe. Also der verstorbene Hans-Christian Ströbele ist ja ein Paradebeispiel. Einmal links, immer links. Egal, was passiert. Und da gibt es eben viele davon. Entschuldige, einer lebt noch, Trittin, der Trittin handelt genauso. Ja, früher kommunistischer Bund. Ich kann einfach nicht anders. Und ich habe ja auch viele, auch alte linke Freunde, denen es ähnlich geht, die neu nachgedacht haben, immer wieder, auch mit Zweifeln sich konfrontieren und sagen, nee, ich muss jetzt mal ein paar Sachen in meinem Kopf ändern. Ich sehe die Sachen anders als früher. Und Bruder, nehme ich die Kritik ernst. Also Sie stehen eher in der Tradition von Karl Kraus, würde ich sagen, der ja auch politisch nicht festlegbar war, aber mit einer ganz eigenen Sprache seine Zeit karikiert hat. Ist das Karikieren die einzig mögliche Haltung, in diesem Irrsinn zu bestehen? Ja, dieses Kabinett ist eine Kabaretttruppe. Oder weniger positiv oder schmeichelhaft ausgedrückt, Bauerntheater. Derbes Bauerntheater. Da werden auch Bauernopfer gebracht, nicht? Da findet eine Schlachtung auf offener Bühne statt. Das wird intrigiert, es wird in dem Rücken hin und her gestochen. Und dann fordert unser Kanzler auf, Zusammenhalt zu zeigen und sich unterzuhaken. Ich möchte mich mit wildfremden Leuten nicht unterhaken. Aber auf ihre Frage, weil das ist, glaube ich, der Kern, was Reinhard gerade gesagt hat, wann ist wer umgekehrt oder wann ist wer innegehalten? Bei mir war es dieselbe Zeit, aber es war 76. Es war 76 und da haben ein paar deutsche Terroristen die fantastische Idee gehabt, eine Air France-Maschine umzuleiten nach Entebbe in Uganda. Die Details erspare ich mir jetzt. Und ab da trennten sich unsere Wege. Lassen Sie uns aber an dem Punkt noch mal weiterreden. Wenn man heute Deutschland anschaut, dann sind ja von den Folgen der Energiekrise, des Jobverlustes, des Wachstumsverlustes, der Inflation wohlhabende Bürger weniger betroffen. Wer darunter leidet, dass Wohnungen sich verteuern, dass die Schulen, die staatlichen Schulen ihren Auftrag nicht mehr erfüllen, dass die Verkehrssysteme überlastet sind ja das, was man früher die kleinen Leute nannte. Und die kleinen Leute hatten früher in Deutschland so etwas wie eine Schutzmacht, eine selbsternannte, die SPD. Aber die SPD will das auch nicht mehr. Was ist da kaputt gegangen? Was ist da schiefgelaufen, dass die SPD sagt, unsere eigentlichen Wähler interessieren uns nicht mehr? So wie Annalena Baerbock von den Grünen sagte, was meine Wähler sagen, interessiert mich nicht. Vielleicht war das da einer der wenigen souveränen Augenblicke im Leben von Annalena Baerbock. Die können wir uns noch merken bei dem Ganzen. Wir können es noch abzählen. Ich weiß es auch nicht, aber Sie stellen leider die Kernfrage, was ist mit der SPD passiert? Und ich glaube, dieser fatale, langsame Niedergang und der Untergang der politischen Kultur und der Möglichkeiten, sich politisch zu artikulieren und aktiv zu sein
ohne gleich niedergeprügelt zu werden. Es gibt ja nur noch Linke, das sind die Grünen und ein Teil der SPD und der Rest ist ja rechts. Und Reinhardt und ich sind wahrscheinlich auch noch rechtsradikal. Die SPD hat irgendwann ihren Geist aufgegeben. Und es ist sozusagen das ewige Leben nach dem Tode, das die SPD jetzt praktiziert. Wie heißt diese Fernsehserie, Die Untoten, oder? Wie heißt, wo sie so durch die Gegend wanken, unsicher? Ich meine, eine Partei, die Frau Esken zur Vorsitzenden hat, mehr Bankrotterklärung kann es nicht geben. Aber Sie stellen den Kanzler, diese kaputte, bankrotte Partei stellt den Kanzler. Habe ich schon vergessen. Ja, aber wie erklären Sie sich das? Wieso stellen die den Kanzler? Weil die Opposition zu blöde ist, oder? Ich glaube, weil sie 22% bei der letzten Wahl hatten. Das hätte früher in Köpenick gerade zu einem Bezirksbeigeordneten gereicht. Ja. Ich kann es mir nicht erklären. Kannst du's? Die SPD hat sich einfach den Grünen an die Brust geworfen. Dieser ganze Wokeism, diese ganze politische Korrektheit, das ist ja, kommt ja auch teilweise von Amerika, das hat sich da reingefressen bei der SPD. Also ein Helmut Schmidt wäre heute in der SPD völlig undenkbar. Auch an Georg Leber und viele andere Helden der alten SPD. Ich glaube, es ist insgesamt eine Tendenz, dass sich die alten Arbeiterparteien ja begrünt und vergrünt haben und gendermäßig eingenordet sind. Und inzwischen, es ist einfach so, hat die AfD einen großen Teil dieser Klientel übernommen. Aber das ist doch die zentrale Frage. Wie kommt es, dass alle in Anführungszeichen bürgerlichen Parteien sich dem grünen Mainstream dermaßen unterwerfen, obwohl das ja nur der Mainstream einer politischen Klasse ist und nicht der Mainstream der Bevölkerung, der ist, das weiß man inzwischen ja ganz anders. Das ist echt die beste Frage, die man sich stellen kann. Ich glaube, es hängt zusammen viel mit Opportunismus, mit Feigheit. Sie sehen ja, wenn heute Friedrich Merz diese beiden Worte kleine Paschas in einem völlig vernünftigen Kontext formuliert in der Talkshow, gibt es einen monatelangen Aufstand. Er wird dieses Wort nicht mehr los, obwohl es eine völlig zutreffende Tatsache beschreibt. Genauso die Diskussion um die Brandmauer mit der AfD, die jetzt sogar die Linken, die ehemalige oder noch linken Fraktionschefin, auch kritisiert hat. Diese Idee, man könne zu einem Drittel oder vielleicht sogar zur Hälfte der Bevölkerung eine Brandmauer hochziehen und die Kontaktsperre einrichten. Sie merken daran, es müssen wir auf die Medien kommen, dass es in den Medien derartige Reflexe gibt, dass jede klare Äußerung, auch jetzt zur Migrationsfrage, begrenzen. Das Wort alleine ist schon bei vielen ein rotes Tuch, ganz zu schweigen von Reduzieren der Migration. Sie haben hier ein Diskussionsklima, wo jeder, der bestimmte Tatsachen, die unleugbar sind, formuliert, sofort in Verdacht gerät der Rechtsabweichung, der ungeheuerlichen Unmenschlichkeit und so weiter. Ich glaube aber, es dreht sich jetzt gerade ein bisschen. Gerade habe ich gelesen, Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, äußert im Corriere della Sera von heute, er fährt nach Italien. Ja, Italien, aber auch deutsche Städte und Landkreise sind an einer Belastungsgrenze. Jetzt hat auch Herr Steinmeier. Ein Schnellmerker. Also schon nach ein, zwei Jahren, ja, hat er es gemerkt. Erstaunliches Tempo. Aber man merkt daran, es gibt wirklich in unserer wenigstens medialen Öffentlichkeit ja Tabuzonen, die man nur bei Strafe eines Shitstorms betreten kann. Und solange das so ist, hat diese letztlich kleine Minderheit, eine linksgrüne Minderheit, immer noch den Zeitgeist auf seiner Seite. Aber ich sag's nochmal. Trotzdem erstaunlich. Erstaunlich, aber es ist eben auch die Schwäche der SPD. Die alten Arbeiterparteiparolen haben auch nicht mehr gezogen. Vor allen Dingen die alten Arbeiter gibt es nicht mehr wie früher. Das aber ist kleine ja Leute gibt es. Kleine Leute gibt es. Es ja. gibt noch Handwerker, es gibt noch Selbstständige. Ach, wo finden Sie noch Handwerker? Stimmt, ich nehme es zurück. Ja. Es gab mal Handwerker. Ja, ja. Aber auch die CDU hatte ja früher Wähler, die kleine Leute waren. Ja. Aber ja. Weißt, wir was sind auch ja alle kleine Leute. Ja. Bei der Besteuerung hast du ein großes Einkommen und bist schnell kleine Leute. Ja. Es gibt aber auch Sachen, die sozusagen in die andere Richtung auffällig sind. Wer regt sich wann auf und wer regt sich nicht auf? Wenn ein kluger, harmloser, gebildeter, aber im Prinzip machtloser Mensch wie Konstantin Schreiber erklärt, er wird sich nicht mehr zum Islam äußern. Er will nicht bedroht werden. Dann würde ich einen Aufschrei der Intelligenz erwarten,
der zum Beispiel, gegen die israelische Politik stattfindet, die zu unseren primären Interessengebieten gehört. Aber es regt sich keiner auf. Wir haben alle darauf gewartet, Anne Will und Frau Illner und Herr Lanz, Frau Maischberger. Die müssen sich doch mit diesem Kollegen solidarisieren, so wie sie sich vor 20 Jahren oder 30 Jahren mit Salman Rushdie solidarisiert haben. Schweigen im Wald. Nun hat Steinmeier gesagt, der Islam habe Wurzeln in Deutschland geschlagen. Und das ist genau das Problem. Denn er hat recht. Wir gehen ja doch irgendwie von der Illusion aus, dass die große Anzahl der Zuwanderer sich integriert. Jetzt erleben wir aber auch in Gerichtsprozessen, dass beispielsweise ein Mann, der seine Frau und 6 Kinder abgemurkst, ermordet, erschlagen hat, sagt ja, aber das seine ist Frau doch, in Anwesenheit der Kinder. Also unglaublich, grausam, brutal, ich will die Details gar nicht. Aber das Entscheidende ist, dass er sagt, und es war doch richtig so. Und wir erleben, dass Schwule auf den Straßen bedroht werden, dass Juden auf den Straßen bedroht werden. Wir erleben eigentlich, dass unsere Gesellschaft bedroht wird vom Islam. Also nicht der Islam passt sich an, sondern er wird bestimmend, weil seine Vertreter sagen, ja, natürlich leben wir Kultur. Das ist aber unsere Kultur. Wir setzen unsere Kultur gegen euch durch. Erleben wir einen Clash of Cultures, und zwar auf unseren Straßen, einen Krieg der Kulturen, in dem der Islam im Augenblick demografisch gesehen die besseren Karten hat. Eindeutig ja. Und Migration ist ja ein durchaus erforschtes Gelände. Es gibt Labore für Integration und Migration. Zum einen sind es die USA, Kanada, zum anderen viel kleiner, aber auch sehr maßgeblich Israel, wie Leute sich integrieren oder nicht integrieren. Und zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Migration haben wir es mit einer Gruppe von Menschen zu tun. Ich muss jetzt wieder einschränken, nicht alle, aber viele, die das Land, in das sie kommen, verachten. Das hat es nicht gegeben. Das haben die Deutschen, die Juden, die Italiener, die Spanier und die Asiaten, die nach Amerika gekommen sind, nicht getan. Sie haben das Land nicht verachtet. Auch nicht die Türken, die nach Deutschland kamen. Auch nicht die Türken nach Deutschland. Man kann das ja verachten, wenn einer daherkommt und sagt, Frauenrechte stehen ganz oben, aber ihr aus dem Islam, ihr seid davon befreit. Ihr dürft das machen, wie ihr wollt. Das ist in der Tat eine verachtenswerte Haltung. Aber es ist schon eine sehr intellektuelle Konstruktion. Verachtet wird alles, was in diesem Land maßgeblich ist. Nicht nur, was die Kultur geprägt hat, sondern was heute unser Leben bestimmt. Und das ist in der Tat skurril, was hier gelegentlich passiert. Das Selbstbestimmungsgesetz, mit dem Männer sich zu Frauen, Frauen zu Männern erklären können, das ist vielleicht kein Grund, das Land zu verachten, aber es ist schon ein Grund, es komisch zu finden. Nein, da muss ich jetzt Einspruch erheben. Ja? Ich meine, ich fürchte den Vorwurf, dass hier 4 alte weiße Männer sitzen. Ja? Ich lege Wert darauf, dass für den Zweck dieser Sendung bin ich eine junge Frau. Ich bin ein Wikinger, ich habe nur meinen Helm vergessen. Ja, ja, so ist es. Und ich glaube, diese Verachtung, ich sage das Wort so ungern, aber heute tue ich es für unsere Kultur. Also ich meine diesen komischen abendländischen Mix. Europäische Kultur. Europäischer Kultur, wo sehr vieles einfließt. Oder die europäischen Kulturen, muss man sagen. Weil zwischen Portugal und Polen gibt es ja erhebliche Unterschiede, obwohl beides katholische Länder sind. Das wird verachtet. Der Pluralismus wird verachtet, die Möglichkeit, sein Leben allein zu gestalten, der Abbau der Autorität, was dem Land nicht unbedingt gut getan hat. Vielleicht ist es doch nicht schlecht, wenn die Familien etwas mehr zu sagen haben. Es wird eigentlich alles verachtet, was uns an diesem Land gefällt. Für mich ist der Inbegriff von Deutschland ein bayerischer Biergarten. Ich schaue mich um und bin stolz, ein Deutscher zu sein. Da sitzen junge, alte Hippies, Punks, alles Mögliche und einer lässt den anderen in Ruhe. Das ist die wahre Vielfalt. Das ist die wahre Vielfalt. Wir haben als Kinder der Aufklärung, die wir nicht mehr sind, verlernt, dass die Säkularisierung ein wichtiger Teil der Befreiung des Menschen ist. Säkularisierung von allen Religionen. Und was passiert aber mit unserer Politik? Sie wird zu einer Art Religion, ja? Zu einem Religionsersatz. Das heißt, das Projekt der Säkularisierung, was gleichbedeutend mit Aufklärung ist, ist eigentlich beendet. Ja. Durch eine, es ist vorbei. Durch eine
durch das Gegenteil in der Politik. Heute ist die Politik eine Religion, weil man eine Haltung haben muss und nicht einfach nur ein Wissen oder eine Erkenntnis. Und weil sie alle Zubehörer der Religion hat. Es gibt die gläubigen Massen, es gibt die Priesterkasse, es gibt wieder einen Ablasshandel fürs Fliegen und Heizen, es gibt so ein paar Heretiker wie uns. Das System ist religiös aufgestellt. Ja. Ich erinnere mich mit Grausen an eine Rede von Frau Göring-Eckardt, die gesagt hat, ja, wir werden jünger, unser Land wird sich ändern, wir werden auch religiöser und ich freue mich darauf. Ich möchte nicht religiöser werden. Oder zumindest möchte ich nicht Frau Göring-Eckardt darüber die Entscheidung überlassen, wie weit meine Religiosität geht. Und im Übrigen kann man gar nicht oft genug wiederholen, Religionsfreiheit ist auch die Freiheit von der Religion. Nicht, dass man sich die Religion aussuchen darf. Man hat das Recht, nicht religiös zu sein, auch antireligiös. Und das ist hier verschwunden. Das Klima ist eine Religion geworden. Die Politik hat lauter religiöse Züge. Und wissen Sie, wenn ein Minister oder eine Ministerin nicht zurücktreten mag, kann, will oder darf, das ist wie die Debatten über Priester, die sich jetzt missbrauchschuldig gemacht haben und die nur an eine andere Stelle versetzt wurden. Wir kopieren das kirchliche Verfahren. Aber Rainer, ist der Kulturkampf, der Clash of Cultures an der Stelle des Klassenkampfs getreten, den Sie in Frankfurt ja auch gepflegt haben? Ja, ja, es ist wirklich ein Kulturkampf, den wir jetzt erleben. Und man sieht ja auch, was er gerade sagte an dem Beispiel Konstantin Schreiber, dass Islamkritik schon sakrosankt ist, ist sofort Islamophobie. Ja, man darf, ich weiß auch noch die alten, wie hieß er nochmal, die alten Kritiker der katholischen Kirche, Küng war einer und wie heißt Giordano Peter? Bruno. Einer, der immer noch lebt. Also die katholische Kirche, da gab es ja dann auch Aktionen. Die darf man auch verspotten übrigens. Ja, und man darf auch die berühmten Blutmysterienspiele von Herrn Nitsch, die darf man auch in Museen zeigen. Da wurde mit Blut und Schweineblut auf den gekreuzigten Jesus Christus geworfen. Aber die Religionskritik, die ja ein Kernelement der europäischen Aufklärung war, darf niemals auf den Islam angewendet werden. Ja. Es gibt übrigens einen großen Unterschied zwischen Klassenkampf und dem, was wir heute haben. Der Klassenkampf hat sich eindeutig den Fortschritt, den technologischen Fortschritt auf die Fahne geschrieben. Der Klassenkampf hatte ein klares Ziel, nämlich den Ausgleich der sozialen Unterschiede, Gleichmacherei, wie auch immer man dazu steht. Heute steht der Klimaklassenkampf, also der Ersatz für den alten kommunistischen Klassenkampf, der steht ausgesprochen in Feindschaft zum Fortschritt. Der will nicht die Armen wohlhabender machen, sondern alle arm, alle gleichermaßen Armut arm. Für alle. Aber es geht, Armut es geht für alle. Zugleich früher auch. Reichtum, Wohlstand für alle. Heute und Armut hat, für alle. Heute Armut für alle im Sinne oder zugunsten der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit und eines Weltklimas. Und was ist das für ein Menschenbild, wenn man den Menschen nur noch als Zerstörer der Umwelt sieht? Also im Grunde genommen als ein Irrtum der Schöpfung. Ja? Ein Belastungsfaktor. Wenn die Utopie das 1,5-Grad-Ziel ist, das finde ich auch immer sehr bedenklich. Damals, du sagst es gerade, der Fortschritt war auch historisch begründet. Mit uns zieht die neue Zeit, hat die SPD gesungen. Heute geht es darum, die richtigen Worte zu finden. Und wenn man eine alte Harald-Schmidt-Sendung sehen will, muss man diesen Hinweis ertragen. Diesen Trigger. Diesen Trigger-Hinweis, diese Sendung könnte sie womöglich irritieren. Und heute geht es wirklich darum, dass man die richtigen Worte findet, um etwas zu beschreiben, was man mit diesen neuen Worten aber gar nicht mehr beschreiben kann, weil sie ja der Wirklichkeit ausweichen. Es gibt manchmal Meldungen in Zeitungen, wo nur noch von 24-Jährigen und 17-Jährigen die Rede ist und du weißt überhaupt nicht, wer, wie, wo, was, weil man nicht mehr sagen darf, wer hat was gemacht, gegen wen. Etwa im Görlitzer Park, diese junge Frau, die im Beisein ihres Mannes vergewaltigt wurde, war eine Georgierin und ihr Mann war ein Georgier. Das kommt in der Taz zum Beispiel nicht mehr vor. Das sind nur irgendwelche diffusen Gestalten, die dies und jenes gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch eine Kapitulation dieser woken Lifestyle-Linken, muss man Frau Wagenknecht an der Stelle recht geben, dass sie gar nicht mehr wirklich glaubt, ein neues System etablieren zu können, ja, wie früher Sozialismus. Sie wollen einfach nur, dass alles gleichgerecht verteilt ist. Niemand kann sich mehr über jemand anders erheben. Also können wir auch mit Satire niemanden mehr verletzen. Wir können nicht mal die Dinge beim Namen nennen, weil das könnte andere wieder verstören. Es ist übrigens
der reine Kolonialismus des Geistes, der hier stattfindet. Die Linke hatte ja im Laufe ihrer letzten 30, 40 Jahre viele Mündel und sie ist eigentlich mit allem gescheitert. Sie ist gescheitert, der Arbeiterklasse das Bewusstsein beizubringen, dass sie ausgebeutet werden. Dann hat sie sich der Dritten Welt zugewandt. Eine Weile waren es die Palästinenser. Sie ist mit all diesen Projekten gescheitert. Nicaragua. Auch diese Kuba. Ganze Inselromantik hat zu nichts getaugt. Ich meine, die hätten nach Holland, nach Helgoland fahren können, wenn sie Elend sehen wollten. Sie mussten nicht bis nach Kuba schwimmen. Die Linke ist theoretisch völlig nackt. Wenn man genau schaut, die Linkspartei ist im völligen Abstieg. Es ist nichts übrig geblieben. Es geht nur noch darum, wie viele Windräder wir pro Woche aufstellen und die keinen Strom machen. Ja, die keinen Strom machen und dass wir dieses und jenes unterlassen. Und nochmal kurz zurück zum Islam. Es ist wirklich eben das Fatale. Man kann über alles reden, nur nicht über den Islam. Dann ist man. Es gibt ja auch Kabarettisten, nur ganz, ganz wenige, die das Thema überhaupt berühren. Und ich finde es nach wie vor wirklich eine Schande, dass diese ganzen Kollegen von Herrn Schreiber bei der Tagesschau, den sie jeden Tag sehen, dass sie schweigen, eisern schweigen über das, was er gesagt hat. Aber diesmal wird ja Wolfgang Herles doch recht behalten, diesmal siegt die Linke. Denn die Armut in Deutschland wächst. Also das Ziel, das ja die Bundesregierung ausgibt, von der FDP über Herrn Habeck bis zur SPD, wir werden alle ärmer werden, wir werden uns alle bescheiden müssen, es gibt kein Flugobst mehr, es gibt kein Gemüse mehr. Also Wohnung wird auch zugeteilt. In Berlin sollst du nur noch ein Zimmer haben dürfen. Also mit anderen das Worten. Das halte ich nicht für links. Das halte ich für das Gegenteil von links. Aber das Ziel, das halte ich für reaktionär. Aber das Ziel, die Menschen ärmer zu machen, ist ja einfacher zu erreichen, als sie wohlhabender zu machen. Ja, wohlhabend aber das bedeutet halte ich für ein schreckliche grünes Ziel und nicht für ein rotes Ziel. Also jetzt, Entschuldigung, jetzt spiele ich gerade mal den roten. Ich finde, jemand, der die letzte Linke in dieser Republik ist, Sarah Wagenknecht. Ich hoffe sehr, dass sie eine Partei gründet. Ich hoffe sehr, dass, also ich würde sie nicht wählen, aber ich hoffe sehr, dass es eine linke Alternative wieder gibt auf dem Wahlzettel. Die gibt es ja im Moment gar nicht. Nun kommen wir vielleicht nochmal zu Wolfgang Herles an der Stelle. Sie haben ja auch gerade ein Buch herausgebracht. Es ist noch. Also es ist wirklich noch, das riecht noch ein bisschen nach Lösungsmittel. Mehr Anarchie, die Herrschaften, eine Anstiftung. Sie wollen mehr Anarchie. Also gewissermaßen, während Herr Broder und Herr Mohr sich wirklich sehr gekonnt lustig machen. Sie haben mir viele lustige Abende geschenkt mit Ihrem Buch. Also ich habe diese Sendung gerne gemacht, was ich nicht immer sagen kann. Sie sagen ja, wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Und ich glaube, das ist ja unser aller Ziel auch. Wie wehren wir uns denn? Naja, man kann sich natürlich das Schweigen der Lämmer, man kann sich ärgern, man kann die Faust in der Tasche ballen, man kann Tichy lesen, aber ich finde, irgendwann reicht das nicht mehr. Irgendwann, das Wort Anarchie ist natürlich auch in provokanter Absicht vielleicht übertrieben, aber die Deutschen halten ja unter Anarchie, definieren Anarchie als Umsturz. Das ist es ja gar nicht. Oder Chaos. Ja, Kant schrieb von der Notwendigkeit der Anarchie. Ludwig Börne hat wunderbare Sachen über die Notwendigkeit der Anarchie. Freiheit gibt es nur durch Anarchie. Das heißt, der Staat ist nicht die höchste Instanz. Wir sind der Souverän. Wir, die Bürger, müssen erkennen, dass es nicht die Herrschaft von oben nach unten gibt, sondern die Herrschaft von uns allen. Henry David Thoreau mit seiner natürlich. Pflicht und Widerstand. Und wie will sich diese Herrschaft anders ausdrücken als durch Widerstand? Ja. Da sage ich jetzt was, wo die Verächtlichmachung des Staates gleich wieder auf dem Tapet steht. Hallo, Verfassungsschutz, hier bin ich. Also ich bin für die Gelbwesten. Was die in Frankreich gemacht haben, imponiert mir. Herr Macron, der mächtige Präsident, musste nachgeben, weil die Leute auf die Straße gingen. Wir brauchen in Deutschland einen Widerstand, der sich auch artikuliert. Nicht nur organisiert, dass da irgendwelche Leute mit der Gewerkschaft für bessere Tarifbedingungen kämpfen. Das ist gegessen. Auch, dass man Demonstrationen macht, hinter der irgendeine Organisation oder Organisationen stehen. Geschenkt. Jeder Einzelne muss widerstehen. Sich nichts mehr vorgendern lassen. Kein Schriftstück von irgendeiner Gemeinde oder von irgendeinem Staat auch nur anfassen, wenn dort drin gegendert wird. Das akzeptieren wir einfach nicht mehr. Den Fernseher ausschalten, wenn gegendert wird. Es gibt Möglichkeiten des Widerstands. Wenn es genug Leute gibt, die das machen, dann funktioniert das auch. Und das nenne ich Anarchie. Es ist etwas, wovor die ganze irre
Kamarilla, die da oben sitzt und ihr Geschäft nicht versteht, von Habeck bis Lauterbach. Wann gab es schon mal einen irren Gesundheitsminister? Also wirklich im medizinischen Sinn, aber sein irren Gesundheitsminister. Sein Unterhaltungswert ist beträchtlich. Ja, absolut. Das muss man nicht zugeben. Wir haben ja auch zwischen Comedy und Politik gibt es ja keinen Unterschied mehr. Siehe heute Show. Deswegen genau. Wird Böhmermann für einen Journalisten gehalten und die Journalisten werden nicht mehr ernst genommen. Und es gibt Sachen, die überhaupt nicht mehr auffallen. Zum Beispiel, wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, dieses 1,5 Ziel. Es heißt in allen Nachrichten nur noch, wir müssen dieses Ziel erreichen. Wissen Sie, wir waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs, Zeit, dass wir jetzt ein Hotel mit Dusche bekommen. Wir müssen, was heißt dieses Ziel erreichen? Ein Ziel ist kein Zweck an sich. Es gibt auch bescheuerte Ziele. Deutschland judenrein gemacht zu haben, war auch ein Ziel, aber leider kein gutes. Und es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, was das Ziel heißt. Wieso 1,5? Wieso nicht 1,38? Warum nicht 2,06? Das ist auch völlig abstrakt. Völlig abstrakt, das sagt gar nichts. Wir bauen dem Klima ein Thermostat ein. Ganz genau. Und dann befehlen wir, wie das Thermostat zu regeln ist. Also allein die Idee, das ist an Satire nicht zu übertreffen, dass Deutschland ein Klimaschutzgesetz verabschiedet hat. Klimaschutzgesetz. Klima kann man gar nicht schützen. Das ist jetzt ein Zitat von einem berühmten Grünen, den Reinhold Messner. Der sagt, Klima kann man nicht schützen. Ja. Und wie man das macht, wie man sich vor Klima- und vor Klimakatastrophen schützen kann, haben zum Beispiel die Holländer uns vorgemacht. Wir sind ja ein wirklich perfektes Deichsystem nach der großen Katastrophe in den 50er Jahren aufgebaut haben. So geht es. Aber ich meine, niemand bestreitet, dass es ein Klima gibt. Und kaum jemand bestreitet, dass es einen Klimawandel gibt. Aber die Geschichte, dieser Vorsatz, das kleine Adjektiv war vor, der menschengemachte Klimawandel. Das ist eine Unterwerfungserklärung. Das ist so mea culpa maxima, und zwar maxima maxima. Und irgendwie, ich weiß nicht, wann es passiert ist, irgendwie ist das alles an die Stelle einer Rationalität getreten, über die man sich dann unterhalten kann. Sind die Mittel richtig, sind sie falsch? Wo ist die Effizienz größer? Wo ist eine Kosten-Nutzen-Analyse? Aber wir müssen Vorbild sein. Wir müssen Vorbild sein. Das hat sich irgendwie genauso wie der Begriff globaler Süden. Das alles nicht mehr mitzumachen, nenne ich Anarchie. Ja, Sie haben leider vollkommen recht. Aber das einzige deutsche Wort, das weltweit Karriere gemacht hat, wird nicht Widerstand sein, es ist Waldsterben. Also das W ist schon besetzt. Es gibt nur betreute Anarchie. Betreute Anarchie. Nun sagen Sie ja, das Bundeskabinett ist das beste Kabarett, das wir je hatten, kaum zu toppen. Ja. Aber was machen Sie denn jetzt noch? Ich meine, hören wir auf zu schreiben und sagen, lass sie doch. Also es enthüllt sich selbst, die Menschen? Wir sind der beste Beispiel dafür, dass wir, er schreibt, dreimal die Woche für die Welt Artikel, ich schreibe auch, wir schreiben, wenn auch noch Bücher schreiben. Vergiss nicht die Achse des Guten. Die Achse des Guten, wichtig, genau. Tichy, genau. Danke für die Blumen. Aber das ist die eine Seite. Also wir können, glaube ich, nicht viel mehr machen. Übrigens, Anarchie, sehr schön. Ich schalte häufig den Deutschlandfunk ab. Merkt zwar keiner zu Hause, aber ich mache es dann. Ich halte auch gewisse Sendungen einfach nicht mehr aus, Talkshows und so weiter. Ich lasse, unser Buch ist natürlich nicht gegendert. Ich schreibe auch niemals Texte, die das Genderdeutsch irgendwie beinhalten würden. Aber eine kleine Remedur haben wir ja im Buch auch erwähnt, rausgehen. Ja, die Blase verlassen, in der wir ja auch irgendwie drin sind, raus ins Land, mit normalen Leuten sprechen. Man merkt sofort, oh, man kann durchatmen. Die Leute sprechen irgendwie eine normale Sprache. Und eine kleine Anekdote ist schon ein bisschen her, bei der Bäckerei, wo ich jeden Sonntagmorgen Brötchen hole, waren so komische schwarze Kugeln und dann habe ich gefragt, was das eigentlich sein soll. Und dann hat sie gesagt, naja, Negerküsse. Aber da stand was anderes, habe ich jetzt vergessen. Mohrenkopf. Ja, Mohrenkopf geht auch nicht mehr. Es war irgendwie. Schokoladenkuss. Othellos stand da. Genau. Othellos. Da stand Othellos. Ich hätte lieber Desdemona. Aber dann hat die Bäckerei-Verkäufer mir gesagt, naja, das sind Mohrenköpfe. Ja? Und allein schon dein Name ist eine Zumutung. Ja, mein Name ist schon eine Zumutung. Also kurz und gut, ich glaube, dass viele Leute, ob sie jetzt dann am Ende AfD wählen oder nicht, schon im privaten Umfeld ihren Widerstand leisten, indem sie weiter essen, was sie essen wollen, denken, was sie denken wollen, offen sprechen. Ich glaube, wir sind dann hier auch in Berlin in den Medien auch in einer riesigen Blase drin, die mich tatsächlich manchmal auch zur Verzweiflung treiben kann.
Ja, ja, gut, aber wenn du auf deine Speisekarte schreiben würdest, Zigeunerschnitzel, ja, wenn hier jemand Neger sagen würde, wäre der Teufel los. Ja, ja. Oder klar, wird los sein, ich bin mir sicher. Klar. Es ist ja so einfach, heute zu provozieren. Es war noch nie, glaube ich, so einfach, wie heute zu provozieren. Aber da hat man den Vorteil, also ich zumindest, ich bin nicht prominent. Es geht ja immer nur dann darum, wenn Herr Böhmermann mitbekommt, dass irgendein wichtiger Politiker oder ein Künstler ein falsches Wort sagt. Ja, und wenn es das Wort ist, Alternative für Deutschland, aber mit Substanz. Das war von Friedrich Merz nicht wirklich taktisch geschickt, aber es ist doch völlig okay. Auch aber, inhaltlich vollkommen richtig. Ja, eben. Wo ist denn das Problem? Eben. Ja, das Wort Alternativ wird schon gebannt. Das Wort Alternativ wird schon gebannt, ja. Wir sind aber doch alternativlos. Freiheit wird das Unwort des Jahres, wenn es so weitergeht. Ja. Ja. Aber, Alternative auch. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Die Regierung ist alternativlos. Also ich bin von Natur aus Pessimist. Ich glaube, dass alles, was schief gehen kann, irgendwann auch schief geht. Vom Untergang der Titanic bis zum, ich fürchte, Ende der Demokratie, wie wir sie kennen. Aber ich glaube, dass man trotzdem weitermachen muss. Wirklich. Erstens stimmt genau das, was du sagst. Ich habe noch nie so viel Zustimmung erlebt wie heute. Und zwar nicht aus dem intellektuellen Milieu, das ich verlassen habe, sondern von den Leuten, mit denen ich täglich nicht zu tun habe. Leute, die mich irgendwie begrüßen. Neulich war ich mit einem Freund unterwegs, in dem Biergarten steht ein biederes deutsches Ehepaar, sieht uns beide und sagt, dürfen wir sie zum Essen einladen? Das sind so, ich weiß, es verändert nicht die Welt, aber es sind so kleine Anzeichen. Und außerdem, Tucholsky hat ja diese berühmte Treppe gezeichnet, sprechen, schreiben, schweigen. Wir sind kurz vor dem Eintritt in die dritte Stufe, aber dann doch eben nicht. Mein Idol, Vorbild, ich will da nicht die großen Begriffe raushängen, aber jemand, den ich sehr bewundere, war Simon Dubnow. Das war ein jüdischer Historiker. Und kurz bevor er 1941 in Riga ermordet wurde, also unter den damals bekannten Umständen sein Leben verloren hat, hat er den zurückbleibenden Juden noch zugerufen, schreibt alles auf. Selbst wenn das nur eine Anekdote ist, ist das eine schöne Anekdote. Ja, und wir können auch nicht anders. Wir können auch gar nicht anders. An der Stelle muss ich einen persönlichen Dank aussprechen. Seit 2 Jahren, immer 3 Tage vor Ostern, erhalte ich eine große Kiste. Und wenn ich sie auspacke, ist so ein großer Schokoladenhase drin. Ohne Absender. Ich weiß nicht, ob der edle Spender hier zuschaut. Wenn er zuschaut, wir haben uns wahnsinnig gefreut. Es ist genau diese Reaktion. Aber, ich hätte auch gern einen. Also, aber wenn Sie sagen, das ist natürlich schon sehr pessimistisch, wenn wir nur noch die Aufschreiber sind. Ja. Heißt also, Sie geben dann gewissermaßen Deutschland, so wie es ist, verloren. Es wird zu einem Siedlungsgebiet. Es ist ja eine Logik. Ja? Viel schlimmer, ich gebe Europa verloren. Wenn wir sagen ja in Deutschland, wir sagen, also es muss doch gleich sein, es muss doch jeder, der da ist, muss doch Staatsbürger werden und Wahlrecht kriegen. Wenn alle gleich sind, heißt, wir müssen auch allen Menschen in Afrika, in Asien die deutsche Staatsbürgerschaft geben, sonst wären sie ja ungleich. Ja. Sie werden ja effektiv, wird ein Mensch in Bangladesch benachteiligt, weil er keinen Zugang zur deutschen Krankenversicherung für seine kaputte Hüfte hat. Das ist doch eine unglaubliche Benachteiligung. Also müssen wir den deutschen Pass gewissermaßen von der Luftwaffe überall abwerfen. Ein Weltbürgerpass, das ein ist Weltbürgerpass, das, was die wollen. Ja? Ja. Davon träumt Frau Baerbock. Aber das ist eben dieser deutsche Größenwahn, der ja auch, also des Gutseins, der auch die ganze Politik prägt, dass man jetzt aber auch merkt, wir schaffen es nicht mal mehr, dass in den Schulen die Kinder Deutsch lernen und rechnen lernen. Die Zahlen kennen wir alle. Das schaffen wir nicht, die Toiletten in den Schulen stinken zum Himmel, aber wir haben diese guten Absichten, dass alle auf der Welt die gleichen Rechte haben sollen, wie wir am besten. Ja, aber die Krankenversicherung oder die Gesundheitsversorgung ist immer schlechter. Mittlerweile fehlen 750 Medikamente. Es gäbe ja noch eine andere Möglichkeit, diese Konflikte zu lösen. Sie haben vollkommen recht, alle kriegen den deutschen Pass. Das wäre die Optimierung der Idee der Gleichheit. Und das Zweite, was unbedingt dazu kommen müsste, wir die Deutschen müssen das Recht haben, in anderen Ländern mitwählen zu dürfen. Es stehen ja nicht nur Wahlen in Hessen und Bayern an, das ist ja auch schon eine Art Ausland, glaube ich. Auch in Polen wird gewählt und schon fangen die Kommentare an,
in denen die Polen belehrt werden, wie sie nicht wählen sollen. Und wir sind immer mit jedem Wahlergebnis unzufrieden, egal wo. Holland, Israel, Italien, Dänemark, wir sagen Schweden, ja, Finnland. Schweden, Finnland, natürlich. Die haben alle falsch gewählt. Also müssten wir in den Ländern mitwählen. Das wäre, erstens wäre das eine Homogenisierung europäischer Zustände. Italien, ich würde, wer für Italien? Italien finde ich sowieso wunderbar. Es ist aufgefallen, immer wenn Frau Meloni was sagt oder was erklärt oder was beabsichtigt, die Postfaschistin. Ich finde schon sehr witzig, dass die Urenkel von Heinrich Himmler den anderen Faschismus vorwerfen. Das ist schon eine intellektuelle Glanzleistung. Wobei ich noch bis heute nicht begriffen habe, was postfaschistisch heißt. Ja. Ich weiß, was faschistisch ist, aber Post... Du könntest vielleicht auch sagen, postjungfräulich. Das ist dasselbe wie postkolonialistisch. Postkolonialistisch ist, wenn wir den Afrikanern verbieten, Kernkraftwerke zu bauen oder nach Erdöl zu bohren, um ihre Armut zu bekämpfen. Das verbieten wir ihnen aus höheren Gründen. Das nenne ich postkolonialistisch. Ja, ja, ja. Haben wir noch Zeit, was mit dem globalen Süden zu schimpfen? Nein, aber ich hätte den Vorschlag, vielleicht noch ganz kurz, was ist eigentlich mit den journalistischen Kollegen passiert. Wir kommen ja alle aus den klassischen Medien, ZDF, Spiegel, Spiegel, ich Wirtschaftspresse. Und bei aller Distanz und bei aller Streiterei und bei aller Kritik, die wir mal hatten, aber so regierungslobhudelig, wie ich es heute lese, war niemals jemand. Nie. Was ist da passiert? Welche Seuche hat der Journalistenhirne erfasst? Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich die Spiegel-Texte von heute lese, ich war beim Spiegel ja auch fast 10 Jahre, bin ich jetzt rechts geworden? Sind die so links geworden? Was ist eigentlich passiert? Sie sind doch einfach bloß albern. Ja, nee, aber der Punkt ist, ich sehe da einen irren Konformismus. Und wie gesagt, wie bei den Grünen oder der SPD, es gibt da so einen Mainstream. Manchmal denke ich, die kommen ja alle aus den Journalistenschulen inzwischen. Das sind sowieso Baumschulen. Die sind alle, werden gegossen, sind alle ziemlich gleich, jung. Mal werden sie umgepflanzt ein bisschen. Umgetopft. Und ich habe immer das Gefühl, das ist alles ein Opportunismus, eine Richtung. Und der Spiegel hatte ja früher auch nur, weiß Gott, Dinge, die man heute kritisieren kann, aber es wurde richtig dagegen gehalten. Nicht nur gegen Helmut Kohl, auch gegen Helmut Schmidt und Willy Brandt. Und es gab vor allem eine Sache, die heute komplett fehlt im Spiel, nämlich Ironie, Sarkasmus, einfach mal eine Gemeinheit raushauen. Ja, aber ja? Das ist eine gesellschaftliche Seuche, die ich sehr bedauere. Dass Ironie heute nicht mehr erlaubt ist, weil sie nicht mehr korrekt sein kann. Sie kann ja nicht korrekt sein. Ironie ist das Gegenteil von korrekt. Und jeder Witz ist ungerecht. Das ist auch ein Sargnagel am Abendland. Ja? Das Ironische, die Satire, der Sarkasmus, auch das Pamphlet, das sind Errungenschaften, abendländische Errungenschaften. Und die werden jetzt einfach nicht mehr, die dürfen nicht mehr vorkommen. Und das macht natürlich den Journalismus kaputt. So. Das macht auch das Theater kaputt. Das Theater ist vollkommen kaputt. Das macht das Fernsehen kaputt. Ich meine, objektiv haben die Freiräume zugenommen. Objektiv ja. Ist es einfacher, sich mit Leuten zu verständigen. Ich bin doch mit Bleisatz aufgewachsen. Heute habe ich einen Computer. Also Marx würde sagen, nach den objektiven Umständen müsste sich eigentlich das Leben verändert haben. In der Tat, zu mehr Freiheit, zu mehr Selbstständigkeit. Ja. Ich stelle auch mit Entsetzen fest, es gab vielleicht mal eine Schwarmintelligenz und jetzt gibt es, du hast es angedeutet, den Schwarmopportunismus. Genau. Und es ist wirklich so, was du Holzke gesagt hat, vor dem Schalter zu stehen, ein deutscher Albtraum, hinter dem Schalter zu sitzen, ein deutscher Wunschtraum. Ja. Genau. Aber das ist so. Guck dir unseren Regierungssprecher an. Ja. Herrn Haberstein oder wie heißt er? Ich weiß es nicht. Heberstreit. Der Name könnte ein Programm sein. Name. Ein sprechender Name, ja. Nicht? Und der geht hin und es geht irgendwie wieder neulich das Thema, das was in Bergkarabach passiert. Da zuckt er mit den Schultern und sagt, Propaganda. Ja. Was soll man aber dazu noch sagen? Man macht die Augen zu. Herr Hebestreit macht die Augen zu, aber es sind ja bloß Christen, die sie an hier, oder? Völlig unbedeutend. Völlig unbedeutend. Auch die Christen, die in Nigeria hingeschlachtet werden. Völlig unbedeutend. Auch in Bangladesch übrigens. Ja, alles egal. Ich weiß nicht, das ist für mich das allergrößte Rätsel und ich wäre so glücklich, wenn ich darauf eine Antwort hätte. Es ist irgendwas schiefgegangen. Es ist irgendwas an irgendeiner Kreuzung schiefgegangen. Und ich frage mich auch, womit das angefangen hat. Jeder Dammbruch fängt mit Haarrissen an. Und was waren die Haarrisse? Vielleicht 16 Jahre Merkel. Ich fürchte, die Haarrisse waren schon vorher da. Dieser Frage werden wir noch nachgehen. Und wir haben heute mit den Autoren von 2 wichtigen Büchern gesprochen. Henrik Broder und Reinhard Mohr, durchs irre Germanistan. Deutschland ist ein Irrenhaus und es wird wirklich sehr amüsant. Und von Wolfgang Herles, Mehr Anarchie. Es ist ein Buch, das einen Vorgänger hat,
empört euch. Also wir müssen wieder lernen, uns über diesen Wahnsinn zu empören. Ich danke Ihnen und freue mich, wenn Sie bei uns zugreifen und diese beiden wirklich glanzvollen Bücher sich besorgen. Es lohnt sich. Vielen Dank. Das war Tichys Einblick mit der Frage, wie irre ist Deutschland?